So ist es jetzt also richtig. Sonnenblumenkerne. Rösten. Unten rein. Wenn ich Milch hätte oder Milchpulver oder Ei sogar, irgendetwas, hätte ich es noch da in der gebrannten Zucker da. Aber so ist es auch fein. Hätte ein bisschen mehr davon essen sollten, wo schon noch warm war. Aber da war auch die Pfanne noch warm, oder? Und sie hat ja noch Karamell drin, also habe ich sie geputzt. Dort, wo ich es am feinsten drauf da habe, ist es am feinsten. Muss ich mir merken. Oder so. So dünne Fädeli-Züge ist fein. Aber nur auf den grössten der Mandeln. So eine Blumenkerne. Und schmeckt eben wie brennte Mandeln auf dem Jahrmarkt. Flomi. Flohmarkt. Ja, Kilbi halt, oder? Oder? Je nach Form, wo der Zucker hat, schmeckt er anders. Wenn er total fein ist, so. Das Böllchen, das ich vorher gegessen habe. So Böllchen sind auch fein. Und dicker ist es nur fein mit dem Mischli, finde ich. Oder? Nur ein Schinken. Da ist nochmal fein. Fein. Da auch, wenn es so hell ist. Der grüne Abschied, oder? Sieht ein bisschen ungesund aus, aber das ist jetzt genau das Gegenprogramm zum anderen Zimmer, wo es immer so orange ist. Weil es immer so nach Sonne aussieht. Auch wenn es draußen nur so ein bisschen bewölkt scheint. Lustig. Bernstein. Ja, ich hätte mir so dünne machen sollten. Oder? Dünn. Auf die Nüsse. Ist extrem fein, wenn der Karamell dünn ist. Die paar Kontinente muss ich jetzt safen. Dass man es nicht das Müsli weg ist. Hier irgendwo in der Wand und unten innen und auf dem Bad auch schon. Und es gesehen heute Morgen. So gekröscht rumliegen. Und das deutet immer darauf hin, dass sie dort gelaufen ist, das Müsli. Ist auch noch geil, he? Man kann Formen gießen damit. Nüsse sind fein, vor allem warm. Wow. Ja. So was ist fein zum Essen, ehrlich. Ist noch ein Käfeli oder so? Dann noch ein bisschen Appenzeller Käse.
und dann noch ein bisschen Sahne. Zopf mit Butter. Mm. Mein Lieblings ist sowieso dünkelte Gipfel. Also, ja. Oder so. Der Beisswiderstand beim Essen finde ich am noch wichtig. Da habe ich Linsen so gern, weil die kann man so unterschiedlich essen. Und dann habe ich vorher gemeint mit Kontinente. Für die, die nicht Asperger sind und am etwas länger haben, bis sie so meine visuellen Detailbeobachtungen, die ich am liebsten auch in Wort fasse, dass die das am liebsten daraus verstehen. Wenn ich Fernsehen schaue, merke ich am liebsten, wie weit fortgeschritten, dass ich eigentlich in der Entwicklung bin. Ich könnte auch von mir aus sagen, zurückbleiben. Viele Leute sind voll anders drauf als ich. War krass. Ich meine jetzt nicht krankhaft, sondern von dem her, was einem Kopf durchgeht den ganzen Tag. Ob sie zum Beispiel ihr eigenes Leben leben oder eher eben rotieren. Und zum Beispiel Leute, die so im Moral- und Pflichtbewusstsein aufgehen, die kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber eben, es gibt ja eben die astrologischen 12 Zeichen, um uns zu zeigen. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Typen Menschen im Minimum. Oder? Und jedes astrologische Zeichen kann man ja positiv und negativ, also hat auch Schattenseite. Kann man so deuten, oder? Und darum, und da schon 24 Typen, oder? Hm. Wenn beim Stier vielleicht das Thema Besitz im Leben ist, dann gibt es vielleicht einen grosszügigen Stier, der alles vergibt, viel verdient und einfach mega grosszügig ist und darum ja viel verdient, oder? Und dann der Stier, der eben das Thema für sich im Leben nicht gelöst hat. Wo Besitz einfach nicht kann so managen, dass es, ja, mir fällt kein Beispiel ein, dass es erfolgreich, vielleicht kämpft er sein ganzes Leben, um dass er das Haus der Eltern behalten kann. Und verliert es am Schluss gleich. Und schlägt noch einen Blitz ein. Ja. Das würde jetzt mir nie passieren, so etwas. Oder? Ich würde das Haus gerade in eine Stiftung machen. Selber Stiftung gründen. Eben. Und dann Denkmal geschützt, dann ist es ja noch gut. Wenn nicht, dann ja. Dusche ist eben gegen etwas Denkmal geschützt, dann gibt es Geld vom Staat. Und dann tut das Haus erhalten. In alle Zukunft, oder? Also so von wegen Haus. Ja. Der Stier will es eben für sich haben, oder? Und ich will es einfach hauptsächlich haben. Ich weiss, dass ich nichts ins Grab mitnehmen kann, weil ich eben ein bisschen schützentypisch so in Zukunft gut kann denken. Das macht ein Stier, glaube ich, eher selten. Weißt du nicht? Sie sind mir so langsam, zu langsam. Ja, okay. Mein Sternzeichen ist ja für Schreien ungeduldig zu sein, so wie zum Beispiel Waage auch. Aber die Waage noch viel mehr. Da hängt einfach mit der Zeit zusammen, wo man geboren ist, oder? Wenn man im Winter geboren ist, ist noch alles kalt und nachdem man den ganzen Sommer im Mutterleib war, so. Das ist eine komische Erfahrung. Das macht einem zum Schützen. Hm. Und so wie... das heißt der Gäste. Meine Kontinente, wieder habe ich noch. Ich habe es ungefähr im Griff. Ist etwa so von einem Liter Gocki Zucker gewesen. So etwa 36 Würfelzucker, so 36 Teelöffel sind da etwa da.
Also habe ich jetzt einen Liter Cookie getrunken. Aber ohne die Nervengifte, die ja drin sind. Oder? Formaldehyd ist ja drin, wo früher in den Holz drin war. Brandschutz, Nickel oder so etwas. Wo jetzt heute verboten ist, weil sie ja die Leute vergiftet haben. Aber im Gock ist es immer noch drin. Das ist krass. Ja. Und Phenylanalin, für die zu hohe Dosis kommt man mit über, wenn man Gocki trinkt. Für alle. Für Allergiker und nicht Allergiker. Das ist einfach zu viel. Also um 1000-fach überschritten. Einfach 3-0 mehr, oder? So gut kann ich auch rechnen. Weil ich immer sage, ich kann nicht rechnen. Also jetzt haben wir einen Kontinent. Zwei, so, vier, fünf. Und Methanol ist noch drin. Das ist hure giftig. Das Nervengift. Und Gocki. 1, 2, 3, 4, 5 Kontinent. Gibt es wieder ein ganzes Pangea. Wird das geheissen? Der Urkontinent, der auf der Erde war. Die Landmasse. Alles an einem. Man ist auseinandergegangen, weil die Erde sich vergrößert hat. Oder? Die Erde ist ja grösser geworden. Ja. Jetzt bin ich noch so eins rein zum Abschluss. Ich habe eine Uhren für süß gegessen. Fein. Das geht im Fall auch. Das ist ehrlich das Gutste. Sonst siehst du beim Gutzli auch nichts Nüsse, aber das Zucker nicht, oder? Aber es ist eben auch Verhältnis. Auf jeder Gutzli-Schachtel kannst du ja sonst lesen, wenn du nicht kannst kochen, oder? Du musst immer zuerst Zucker. Und wenn du kochst, Gutzli, musst du ja auch einen riesen Berg Zucker nehmen. Ein bisschen Butter, ein bisschen. Oder? Und darum sage ich, das ist ein ehrliches Gutzli. Das ist mega fein, wegen dem Brennten, wegen dem Karamell, wegen dem Zucker. Darum habe ich Florentiner so gerne, weil die sind ähnlich. Ihr könnt ja schauen, mein Video von meinem Idealkuchen. Alles aus dem Mikro postet, oder? Der Google Hub, der Panettone. Einfach alles, was es braucht. Und dann so zurechtgeschnäffelt. Ohne Scheiß, ist eigentlich nachher ein zurecht geschnäffelter Kuchen, weil der Panettone ist ausgehöhlt und im Panettone ist der Google-Hopf. Und dort ist der Brownie drin. Und im Brownie sind... im Brownie sind noch Jockey-Stängel rein drauf. Den ganzen Bachen, oder? Wenn es zum Bachofen rauskommt, kriegst du. Dann tust du den Panettone. Hast ja oben alles reingefüllt, oder? Dann kriegst du ihn um und schneidest ihn unten ab. Legst ihn auf den Studentenkuchen drauf. Ja. Wünsch und wünsch. Und dann füllst du oben Vanillecreme ein von dem Migros, die dicke. Und den Schlagrahmen. Und oben drauf kommt so eine Schicht eben Florentiner. Oh.